Willkommen zum Asklepios Talk. Urologen, die kümmern sich doch nur um Männerleiden. Falsch. Der Urologe ist für alle da und die Urologie ist ein spannendes Fachgebiet. Da stimmt mir mein Interviewgast sicher zu. Ich begrüße Bernd Meisenzahl, Facharzt für Urologie am Asklepios Medizinischen Versorgungszentrum Rheinland-Pfalz in Kandel und Belegarzt im Krankenhaus Kandel. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Wer geht denn zum Urologen? Welche Patienten kommen zu Ihnen? Ja, das Schöne am urologischen Fachgebiet ist tatsächlich, dass wir nicht nur der Männerarzt sind für ältere Männer, wie so landläufig die Meinung sein mag, sondern wir sind Ansprechpartner für sowohl junge Patienten als auch alte Patienten und sowohl Männer als auch Frauen. Mhm. Sprechen wir erstmal über die älteren Semester, also die älteren Männer. Aus welchen Gründen kommen Sie denn meistens zu Ihnen? Bei den älteren Männern ist es meistens so, dass sie uns aufsuchen, weil sie eine Vorsorgeuntersuchung in Anführungszeichen wollen, was in dem Sinne ja keine Vorsorge ist, sondern eine Früherkennungsuntersuchung. Ja. Für die Vorsorge sind die Patienten, also die Vorsorge ist ja die Prävention, sind die Patienten selbstverantwortlich durch eine gesunde Lebensweise. Und die Früherkennung, die zielt dann auf die Früherkennung von Prostatatumoren bei den älteren Männern ab. Mhm. Die häufig auftreten? Das ist ein häufiges Krankheitsbild, ja. Was die Krebserkrankungen betrifft, in Deutschland ist das Prostatakarzinom, also der Prostatakrebs, mit 25% der weitaus häufigste Tumor. Okay. Es kommen aber auch jüngere Männer zu Ihnen. Es kommen auch jüngere Männer, die haben dann meist andere Probleme. Was jetzt Vorsorge bzw. Früherkennungsuntersuchungen betrifft, ist bei den jüngeren Männern, da gibt es keine Vorsorge, die jetzt von den gesetzlichen Krankenkassen vorgesehen wird, die ärztlich zu erfolgen hat, sondern da ist es so, dass was jetzt Hodentumoren betrifft, die häufiger bei jüngeren Männern auftreten, zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr, ist es so, dass da empfohlen wird, eine Selbstabtastung der Hoden. Und falls da dann was Auffälliges getastet wird, dass dann tatsächlich dann der Urologe erst aufgesucht wird. Wie gut heilbar ist Hodenkrebs? Die Hodentumoren sind erfreulicherweise eine der am besten heilbaren Erkrankungen. Wir sehen Heilungsraten von bis zu oder über 95%, wenn das frühzeitig erkannt wird. Selbst Tumorerkrankungen, die den Hoden betreffen, die schon metastasiert sind, zum Beispiel in die Lunge, was ein üblicher Metastasierungsweg ist. Selbst diese Lungenmetastasen sind dann mit einer gezielten Chemotherapie gut zu behandeln. Okay. Ja. Es kommen aber auch Frauen zu Ihnen. Weswegen? Ja, es kommen auch Frauen. Bei Frauen ist es meistens so, wir bekommen von Hausärzten auch Frauen zugewiesen, wenn wiederkehrende Harnwegsinfektionen auftreten. Beim ersten Harnwegsinfekt wird meistens der gynäkologische Facharzt oder auch der Hausarzt aufgesucht. Wenn die dann aber wiederkehrend sind, die Infektionen, dann werden die Patientinnen zu uns überwiesen, damit man dann eine nähere Diagnostik und Abklärung machen kann. Mhm. Gibt es denn auch geschlechterübergreifende urologische Erkrankungen? Ja, da haben wir natürlich die Tumorerkrankungen, die die Organe, die sowohl bei Männern als auch bei Frauen vorhanden sind. Da wären die Nierentumoren, also die Nieren zum Beispiel zu erwähnen. Wir haben aber auch in der Blase Harnblasenkarzinome, also Harnblasenkrebs, was auch zumindest jetzt bei den Männern in der Statistik gesehen noch eine relativ häufige Tumorart ist, die da vorkommt. Kinder kommen auch zu Ihnen? Kinder sehen wir auch gelegentlich, ja. Da haben wir meistens die Probleme, dass die Kinder mit einer Vorhautverengung bei uns vorgestellt werden. Das ist auch in den jungen Jahren, wenn die Kinder noch sehr jung sind, dann ist es auch so, dass man meistens gar nichts machen muss, beziehungsweise mit Cremes eventuell behandeln kann und gar nicht operativ tätig werden muss. In seltenen Fällen ist es dann tatsächlich so, dass man auch mal eine Beschneidung durchführen muss. Aber das ist gut machbar. Und das ist eine einfache Operation. Ja. Ja. Ich sehe schon, das ist wirklich ein spannendes Fachgebiet, die Urologie. Sehr vielseitig. Ja. Ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Danke.